herzlich willkommen bei Bewerbungsleopold. So, liebe Leute, ja, hier vor mir habe ich wieder ein paar Produkte stehen. So, Sonax-Produkte natürlich. Sonax ist 2020 aus dem Jahr gegangen, sage ich mal, mit dem Formziel, mit der Schaumversiegelung. Ich weiß nicht, der ein oder andere hat schon einige Videos gesehen. Ich habe noch kein Video darüber gemacht, wird aber nochmal kommen. So, und sie begrüßen uns dann Sonax 2021 natürlich direkt mit neuen Produkten. Von drei habe ich hier schon mal eins da. Das ist das von Sonax Extrem Keramik Spray Versiegelung. Carbon-Technologie. Und dann soll es noch einen Detailer geben, einen Keramik-Detailer und nochmal ein Shampoo mit Keramikanteilen. Und hier habe ich, wie gesagt, heute teste ich mal die Keramik-Spray-Versiegelung. Ich komme mal näher ran. Schaut mal hier. Keramik-Spray-Versiegelung. Carbon-Technologie. Ich lese mal eben das Etikett da unten vor. Die Langzeitversiegelung mit Keramiktechnologie überzieht den Lack mit einem widerstandsfähigen Schutzbarriere. Erzeugt eine extreme Farbauffrischung. Also steht hier, glaube ich, irgendwo drauf. Habe ich das gelesen? Irgendwo habe ich das gelesen. Erzeugt eine Farbauffrischung, hinterlässt eine samtweiche Oberfläche und einen dauerhaften Abperleffekt. Ja. Okay. Dann haben wir hier zur Verarbeitung. Achso, hier steht es ja, genau. Langzeitversiegelung mit Color Boost. Genau, da war es, da stand es. Ja, wie gesagt, fahrzeuggründlich reinigen, vollständiges Trocknen. Ein vollständiges Trocknen ist nicht notwendig. Also ihr könnt das auch auf einen feuchten Lack wohl auftragen. Flasche vor Gebrauch schütteln. Sprühdüse durchdrehen, öffnen. Produkt auf ein Mikrofasertuch, zum Beispiel Sonax Mikrofasertuch, außen sprühen. Und dünn auf der trockenen oder noch leicht feuchten Lack gleichmäßig verteilen. Im zusammenhängenden Teilflächen behandeln. Reste anschließend mit einem trockenen Mikrofasertuch abwischen. Bei ungleichmäßigem Farbeindruck die Anwendung wiederholen. Ja, da haben wir dann hier 750 Milliliter. Das kostet, glaube ich, 17 Euro. Glaube ich, irgendwie sowas. So, glaube ich, war das. Reiche ich euch nach. Okay. 750 Milliliter Gefahrenzeichen drauf. Wir starten direkt los. Also wenn ihr jetzt weiterhin dranbleiben wollt, dann bleibt dran. Bis dann. So, liebe Leute, ich habe euch mal hier drauf gebeamt. Also hier nochmal die Flasche. Also das ist die typische Sonax-Flasche, die wir auch vom BSD kennen, ne? On. Haben wir jetzt auf On stehen erstmal. Können wir schon mal schütteln. Oh. Scheint wohl etwas dickflüssiger zu sein. Also die Fläche ist eigentlich geclean. Die habe ich entfettet. Können wir noch mal ausprobieren hier. Schaut mal hier. Und das ist die Referenzfläche. So, ich mache das noch mal ein bisschen trocken. Also man kann das ruhig so feucht lassen. Also ich tue es trotzdem so runter. So. Okay. So. Wie gesagt, nochmal hier. Der Hersteller sagt schütteln. So. Schütteln, Sprühdüse durchdrehen, öffnen, habe ich ja gemacht. Ist auf off, on. Auf ein Mikrofasertuch durchdrehen, Produkt auf ein Mikrofasertuch, zum Beispiel Sonax Mikrofasertuch, außen sprühen und dünn auf der trockenen und leicht feuchten Matt. Produkt auf ein Mikrofasertuch zum Beispiel sprühen und dünn auf dem trockenen oder noch leicht, also beides, sagt der Hersteller. Also ihr könnt jetzt hier, also schütteln, macht er hier ein paar, So, und dann noch mal auf den Lack ein paar Sprüher. Ich denke mal, das reicht für die halbe Haube. So, und dann, so schaut es aus. Ja, ist ein bisschen... So.
Schütteln, Sprühdüse durchdrehen, öffnen habe ich ja gemacht, ist auf off, on. Auf ein Mikrofasertuch durchdrehen, Produkt auf ein Mikrofasertuch, zum Beispiel Sonax Mikrofasertuch, außen sprühen und dünn auf den trockenen und leicht feuchten Matt. Produkt auf ein Mikrofasertuch zum Beispiel sprühen und dünn auf dem trockenen oder noch leicht, also beides, sagt der Hersteller. Also ihr könnt jetzt hier, also schütteln, macht er hier ein paar, so, und dann nochmal auf den Lack ein paar Sprüher, ich denke mal, das reicht für die halbe Haube. So, und dann, so schaut es aus, ja, ist ein bisschen, so, und dann könnt ihr das hier verarbeiten. So, ich gehe jetzt nach Hersteller mit dem Tuch. Ihr könnt auch ein Mikrofaserpad vielleicht nehmen. Ist euch überlassen. So, man merkt schon durch das Tuch den Widerstand, dass sich da eben eine Schicht bildet. So. Ich lasse es eben ablüften ein bisschen. So, jetzt gehe ich mit einem feineren Tuch nochmal drüber. Poliere das Ganze dann aus. Ja, ich merke, wie man die Schicht wieder abträgt, weil der Lack wird darunter glatter. So. Lässt sich auch ganz gut abnehmen. Okay, ja, dann haben wir das schon, ja. Okay, ja, ja, hier sehen wir den Unterschied, jetzt habe ich feuchte Finger. Ja, okay, dann lassen wir das mal so erstmal drauf. Farbauffrischung können wir mal hier testen, ob es dazu eine Farbauffrischung kommt, gekommen ist. Ja gut, hier jetzt ist so ein Feuchtigkeitsfilm drauf. Ich kann mal gucken. Ja, das sehe ich, glaube ich, oder ist das jetzt Feuchtigkeit? Man muss nämlich gucken. Ihr könnt mal hier gucken, ob ihr da was seht. Also jetzt so eine krasse Farbauffrischung, dass das jetzt optisch direkt sichtbar ist, sehe ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nichts zu sagen. Also ich sehe hier absolut nichts. Nee, also jetzt so eine krasse Auffrischung sehe ich jetzt nicht. So, ja, schön weich. Ja, hier hängt die Haut fest. Okay, so. Bevor wir mit dem Wassertest anfangen oder Beading, Sheeting-Test, lasse ich das Ganze jetzt erstmal ein paar Stunden drauf. So, wir haben heute den 8.1. 13.14 Uhr. Ja. Ich muss sowieso jetzt zur Arbeit und dann lassen wir es bis heute Abend mal drauf und dann machen wir mal einen Beading-Check. Okay. Moin liebe Leute, so ja, gestern Abend habe ich das nicht mehr geschafft, beziehungsweise das war mir zu kalt ab. Wir haben heute den 9.1., also konnte jetzt so circa 24 Stunden aushärten unser Sonax Keramik Spray Versiegelung mit Sikarbon Technologie. Also nochmal hier, ich habe mal den Preis nachgeschaut, so 17, knapp 18 Euro habe ich jetzt bezahlt dafür. Gibt es schon im anderen Shop einen Euro günstiger.
Ja, Standzeit ist, habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt, 4 Monate geben die an, aber nicht hier auf der Flasche, sondern auf der Homepage. Können wir mal reinschauen. Ja. Auch zur Flaschenfarbe, ja, orange. Ja gut, ob das einem gefällt, weiß ich nicht. Also das ist schon was anderes als die hellere Sachen, ne? Okay. So, hier kann ich noch immer keinen Übergang erkennen. Also von Farbauffrischung tut sich nichts. So, jetzt habe ich gedacht, ich mache das mal wieder hier dran. Ich weiß jetzt erkenne ich jetzt nicht genau die Mitte, aber dann mache ich immer mit dem Emblemmulde hier so etwa ist das gewesen. So, ich erweitere jetzt den Test. Wir wollen mal schauen, wie das mit dem BSD ist im Vergleich. So, und dann machen wir hier nochmal ein Feld hin. Weil wir den BSD und ein Feld, ja genau, ein Feld für den Synthetik-Spraywachs wollte ich nochmal mit reinnehmen, damit wir alle drei mal verglichen haben. So. Okay, und das haben wir dann als Referenzfläche. Ja, das sieht doch gut aus. Da machen wir jetzt den BSD drauf. Okay, ich habe hier die Mini-Version. Ich wollte jetzt nicht im Keller die große Flasche holen. Die habe ich im Büro hier stehen gehabt. So, jetzt mal gucken. Die ist ja noch neu. Ah, ne. Okay. So, wir können hier auch mal... Na gut, da ist jetzt ein kleinerer Strahl. So, das reicht schon. Okay, lassen wir mal drauf. So, dann können wir mit der anderen Seite auspolieren von dem Tuch. Also ich habe jetzt ein bisschen gewartet, eine halbe Minute vielleicht. Ja, man merkt schon, die Rauheit. Tuch bleibt schön hängen auf dem Lack. So. Ja. Ja, ist halt BSD, ne? Du willst da ja. So, dann können wir hier, ziehen wir das rüber, dann machen wir hier ein S, so, dann machen wir hier den Synthetik-Spraywachs, auch die Mini-Version, ja, okay, dann machen wir hier auch, das ist der Nebel schön ein. Ja, seht ihr schon, der nebelt mehr. Der Kopf so. Der riecht richtig lecker, sag ich mal. So. So. Können wir jetzt auch eben etwas drauf lassen. Gehen wir mit der trockenen, langflorigeren hin, polieren den aus, so, ja, das fühlt sich schon, ach, super aus. Okay, schon mal anders als der BSD, so, und dann können wir ja die Tücher hier wegnehmen, das ist Referenzfläche. Schon Unterschied. Ich kann ja mal die Flaschen dazu stellen. So, die Glätte ja nochmal hier. Ja, aber so
richtig pur hier. Es ist glatt, ja, okay. Ja, blä, ja. Ich würde jetzt sagen, hier bei dem Keramik ist es glatter noch als hier beim Synthetikspray. Jetzt kann das sein, dass auch, weil es gerade frisch aufgetragen ist, dass noch so leicht, die Fläche noch leicht, ja, feuchter ist, ne? Das kann auch sein, ne? Ich kann ja noch mal mit dem Trocknen hingehen. Ja, okay. Also ich meinte hier wirklich, ja, viel glatt, besser, ja, viel glatter als der Synthetik-Spray. Und dann kommt der Brillant. So, gut. Was soll man machen? Ich nehme euch mal ein bisschen mittig, damit wir alle Felder gleichmäßig haben. So, hier haben wir den, fangen wir hier an. Ist ja wieder spannender, glaube ich. So. Das ist der Synthetik-Spray von ADBL. Ja, guck mal hier. Dann haben wir den BSD. Ja. Schau mal, ist ja eigentlich, sieht ja schon voll gleich aus, ne? So, jetzt kommen wir zu unserem Neuling hier. Ja, guck mal hier. Ist genau das gleiche. Also BSD oder... Schaut mal. Obwohl, könnt ihr das vielleicht erkennen? Ah, hier war der Streifen. Okay. Dann müsste der weiter hier stehen, ne? Aber ist egal. Habt das gemerkt? Ich konnte das jetzt so erkennen, dass der Keramik ein bisschen langsamer ist vom Ablaufen hier mit den Kügelchen. Das geht schneller, ne? Ja, die hängen so ein bisschen, haften mehr dran auf der Oberfläche, ne? Also ich versuche jetzt gleich, ja, ja, die schwimmen besser. Also das ist schon ein Unterschied. Ich bin ja in der gleichen Höhe, ne? Pumpe eben auf. So, jetzt gehen wir mal zu dem Synthetik-Spraywachs rüber. Ja, da haben wir das gleiche Verhalten, ne? Mit dem Keramik. Ich würde jetzt sagen, kommt eher gleich mit dem Keramik, ne? Jetzt können wir uns mal die Kugelformen angucken. Oh, da tut sich nichts, ne? Gut, jetzt sind hier ein paar größere dabei, aber allgemein ist das aber gleiche, oder? Ja, guck mal hier, wie die wegrutschen. Dann hier, ist doch viel langsamer, ne? Ich würde jetzt sagen, der wird, also die beiden würden, sind sich ähnlicher als der BSD, ne? Würde ich jetzt so sagen. Könnt ihr mal in die Kommentarbox schreiben, wie ihr das so seht. So, nochmal hier den feinen Sprühnebel. So, dann schaut euch mal das Bild an. Ja, hier ist ja die Fläche größer und hier geht es dann auch noch ein bisschen schräg runter, ne? In die Sicke da rein, hier runter. Hier beim BSD haben wir ja nur eine waagerechte hier oben und dann geht es hier runter. Und dann beim Synthetik-Spraywachs genau das gleiche, ne? Hier geht es runter. Ja gut, da geht die Sicke hin.
Ja, so schaut's aus. Also das Bild ist eigentlich über fast identisch. Ich setze die Haube mal ein bisschen schräg nach hinten hoch. So, ich habe die jetzt ein bisschen hinten hoch. Also die ist jetzt, geht jetzt schön ab. Die hat jetzt Gefälle hier so schön. Schau. So, jetzt gehen wir mal mit dem festen Strahl rüber. So, schaut mal hier, fast identisch. Da haben wir doch, wie ich ja schon vorhin sagte, vielleicht ein bisschen, ja, ne, kleinere Perlen, weiß ich nicht. Ja, die neigen schneller, das ist schneller, ne? Die neigen, ihr könnt ja hier sehen, ne? Das ist also die gleiche Höhe, ja. Auch hier oben, schaut mal hier oben, da sausen sie runter, da bleiben sie ja hängen. Also obwohl, ja, wie gesagt, hier ist es schräg. Ne? Wir können am besten diesen Streifen nehmen als Referenz zu dem hier. Und da haben wir auch das gleiche Bild. Also schaut mal. Hier ein bisschen Meerwasser. Okay. Alles das gleiche, soweit würde ich mal sagen. Ne? Also wie gesagt, wir nehmen mal den Streifen eher zur Referenz als da. Da gibt es ja. Ja. Also so würde ich jetzt sagen, mal, die machen alle drei das gleiche. So, jetzt machen wir noch einen Test zum Sonax Extrem Keramik Versiegelung. Jetzt haben wir ja hier noch eine schöne Referenzfläche. Genau, wir machen das so, dann haben wir hier auch schon mal genau das gleiche dann quasi. So, wir machen jetzt mal hier den Sonax Keramikspray, die Versiegelung hier drauf. Der Hersteller sagt, man kann es auch am feuchten Lack auftragen. Das machen wir jetzt mal. Also was heißt feucht, was heißt nass, ist das schon nass oder ist das schon ein bisschen feucht, weiß ich nicht. Wir gehen jetzt mal ein bisschen hier drüber. So, dann gehe ich hier mal ein bisschen und verwische das, dass wir hier so eine kleine Feuchtigkeitsfilm drauf haben, damit es auch nicht zu nass und nicht zu trocken ist. So, dann machen wir das gleiche wie mit der Trockenversion daneben an. Hier ein paar Sprayer drauf. Ja, das reicht schon für die. Und dann machen wir hier nochmal. Ja, das reicht. Ja, gut. Ja. Okay, so. Wie gesagt, ihr könnt es auch mit Mikrofaserpad auftragen. So. Okay. Lassen wir jetzt mal eben so drauf. Gut, jetzt lasse ich ja keine 24 Stunden mehr zum Auslüften. Da können wir mal sehen, ob das auch direkt funktioniert mit Wasser. Ohne Aushärtezeit, weil das wird nicht angegeben bei Sonax, dass es unbedingt sein muss. Ja, man merkt schon die Schicht, die muss man jetzt hier runter.
holen. Wie auch bei der trockenen Variante, ne? Hatten wir ja auch so eine kleine Schicht, die wir erstmal runterholen mussten. Und dann läuft das eigentlich. Ja. So, okay. Hier mal die Flasche. Beading. Ja, schau mal. Es ist eigentlich egal, ob ihr jetzt 12 oder 24 Stunden aushärten lasst. Funktioniert auch direkt. Nur ihr müsst dann, oder ihr dürft nicht direkt mit Shampoo-Wäsche vielleicht drüber gehen. Ne? Da müsst ihr vielleicht mal einen Tag warten. Aber funktioniert. Ne? Also das sieht jetzt keinen Unterschied, aber hier zum Synthetik-Spraywachs ist das gleiche. So. So, jetzt haben wir ja da noch eine Stelle frei. Ihr seht, da ist auch nichts drauf. Also da ist keine Versiegelung drauf, seht ihr ja hier. Nicht, dass einer sagt, hier, da war schon was drauf, da ist nichts drauf. Haben wir jetzt, sagen wir, ja, haben wir jetzt ja schon feucht gemacht. Ne? Können wir mal als Nassversiegelung ausprobieren. Ja, das ist, weil er so einen Strahl hat, ne? Müsste man irgendwie... So, jetzt können wir mit dem Schlauch drüber gehen. Ja, etwas hat sich getan, wie ihr seht. Etwas ist drauf gekommen, ne? Also das hat schon ein bisschen funktioniert, aber ihr seht ja schon, ja, allein schon anhand der Form ist das nicht so schön. Ne? So, wir kommen dann zum Fazit. So, liebe Leute, wir kommen zum Fazit. Ja, hier unser Neuling, unser Sonax Extrem Keramik Sprayversiegelung mit Sie-Carbon-Technologie. Ja, 4 Monate Standzeit gibt der Hersteller an, also Sonax. Werden wir mal ausprobieren. Chemieresistent können wir ja auch mal in einem weiteren Test ausprobieren. Können wir mal kommentieren, ob ihr das sehen wollt. Und überhaupt noch was anderes, was ich testen sollte. Ja, wie gesagt, knapp 18 Euro habe ich dafür bezahlt. Ist es das wert? Weiß ich noch nicht, weil es macht ja schon ein ganz gutes Bild zum Synthetik-Spraywachs und zu den BSD. Chemieresistent müssen wir mal testen, wie gesagt. Also, ob es jetzt den BSD ablösen wird oder den Synthetik-Spraywachs, weiß ich noch nicht. Von den Tropfen her, Tropfenwinkel sind alle soweit gleich, würde ich jetzt mal sagen. Es bilden sich erstmal feinere Tropfen, die dann größer werden bei größerer Wassermenge. Hier bei den beiden hat man das ja schon eher, dass sich größere Tropfen schon am Anfang gebildet haben. Ja, liegt vielleicht auch an der Lackglätte, die wir hier hatten. Ne? Also die war, fand ich doch schon ein bisschen mehr glatt als BSD, ja gut, BSD ist ja bekannt, als beim Synthetik-Spraywachs, würde ich jetzt mal sagen. Also, ja, vielleicht liegt das auch im Lack, vielleicht ist das bei euch dann viel besser. Also hier ist ja auch, das ist ja eine Haube, die habe ich, die ist nicht ganz kratzerfrei oder so, ne, aber ja, die ist schon mal älter. Ja, hier die beiden, die kennen wir ja, da brauchen wir ja nichts zu sagen, ne, also vom Preis-Leistungsverhältnis, ja, würde ich jetzt mal sagen,
Der Synthetik-Spraywachs kostet eine 1 Liter Version, ich glaube 20 Euro knapp. BSD bei 750 liegt ja auch schon bei 12, 13 Euro. Also würde ich jetzt mal sagen, hochgerechnet, tun die sich glaube ich nichts. Aber hier 750 für knapp 18 Euro ist doch schon eine Nummer mehr, weil 750, ja, das sind 250 Milliliter, sind auch 1 Liter. Wenn man das dann rechnet, ich denke mal, man könnte die Waage halten. Muss ich nachgucken, zeige ich euch nach, wenn die Literpreise wie ausschauen, damit wir so einen Vergleich haben. Und ja, wie gesagt, ihr könnt mal kommentieren, was ihr von den neuen, ja, Keramikspray-Versiegelung von Sonax haltet. Oder wenn ihr noch weitere Tests mit den Keramikversiegelung haben wollt, könnt ihr mal kommentieren. Ja, dann verabschiede ich mich. Schönen Sonntag und ja, lasst mir einen Daumen hoch, Daumen runter, abonniert mich. Euer Pipi auf dem Politmeid. Tschüss.